Wunderschönen guten Tag, liebe Schnittchen. Wir sind wieder in The Forest, beziehungsweise in der Höhle unterwegs mit Peter und Jay. Hallo. Ich habe ein bisschen Hunger, deswegen werde ich mir jetzt noch ein Snackchen nehmen. Migen. Ja, ja, ein Snack am Abend kann keiner verwehren. Am Anfang sind wir hier nicht lang gegangen. Na, gucken wir mal, was denn hier dieser Höhlenzweig so bringt. Mittlerweile haben wir eine Taschenlampe, was ganz gut ist. Ich finde das voll geil, dass Christian uns jetzt da schön leuchtet. Das gefällt mir. Ja, aber das Gute ist, man sieht jetzt auch nach vorne, weißt du, da kann jetzt keiner mehr angesprungen kommen und dann und... Ja, und ich sehe, in welche Richtung du guckst, was auch schon mal gut ist. Ja. Warum das denn? Okay. Weil du da hinleuchtest. Ja. Das finde ich ja schon echt realistisch, dieses, die Licht davon. Die Lichtkulisse ist echt gut von dem Spiel, finde ich. Ja. Wird ganz schön eng jetzt hier gerade. So, da haben wir doch ganz viele Kisten hier. Ja. Bitte lass das Snacks drin sein. Da ist gar nichts drin. Das ist ja nix. Alter, eine Bibel. Ja, die hilft uns jetzt auch nicht auf jeden Fall. Jetzt gerade nicht. Wer nimmt denn so viel Bibel mit? War bestimmt der Typ, der auch diese 300.000 Dollar da mit hatte. Bitte lass es kein Wassermonster geben, ey. Boah, das war schon übel. Eine Riesenspinne wäre auch nochmal richtig episch. Boah, bitte nicht. Das wäre so witzig. Snack eingesammelt, jawohl. Warum hast du einen Snack? Ich hab nur einen scheiß Stoff gehabt. Hier ist ein Tennisball. Ach, am Arsch. Wofür war nochmal dieser Fick-Tennisball nicht fest? Ups. Sorry, Peter. Ey, Batterien. Batterien. Wisst ihr, was total sonderbar ist? Wenn man taucht, dann sieht man immer zwei so rote Augen. Oder ich zumindest. Okay. Komm an Land damit. Zack. Das ist smarter. Kann man jetzt besser schlagen. Ja, Mann. Da waren Batterien. Da waren viele Batterien. Da waren richtig viele Batterien. Fuck, die hat irgendwer mal noch mal ein paar Drinks. Ja, Jay snackt sich gerade alles weg hier. Ich wusste nicht, manchmal, das tut mir leid. Ich dachte, manchmal die Sachen in den Koffern ist nur der Stoff, den beide kriegen. Das andere Ding ist nur einfach. Oh, das wusste ich nicht. Ja, da macht er nichts. Ja, natürlich auch Christian haben. Nee, also noch ist alles super. Kann ich die abwerfen? Hier. Mach das doch nicht jetzt hier. Ich kann die auch nicht ablegen. Ja, ist super. Man kann die nur kombinieren. Ist das der einzige Weg gerade? Ja. Hier teilt es sich nochmal links rum. Oder geradeaus. Links oder rechts? Erstmal links. Chef, Gott, wohin möchtest du? Die Abzweigung ist links, also gehen wir erstmal links. Haben wir so Brottruben, die wir eigentlich mal wegwerfen können? Oh, eine Karte. Eine Map, das muss ja wohl reichen. Ja, aber Hänsel und Gretel hatten das auch nicht. Ja, die hatten noch keine Map. Boah, das wäre auch geil, wenn hier einfach so ein Lebkuchenhaus irgendwo stehen würde. Okay, hier sind schon wieder Köpfe am Boden. Ist schon wieder, ja, hast du die Tape mitgenommen? Der eine hatte eine Kassette im Mund. Ja, stimmt. Kassette 5 habe ich aber schon mal gehabt. Bei mir hat hier keiner eine Kassette im Mund. Wie viel Kassette 3 noch? Naja, genau. Keiner hat eine Kassette im Mund. Das ist strange. Vielleicht, ich hatte die Kassette 5 aber, meine ich schon. Vielleicht hast du die auch schon oder so und dann ist die schon gelootet. Scheiß auf Kassetten, da war eh nur Musik drauf. Oder ich hab die gerade dir wieder weggezockt. Da war eh nur Musik drauf. Hat hier gerade einer gehustet von uns? Hier ist was. Ah, Hinweis! Neuer Eintrag auf der To-Do-Liste. Oh. Da ist aber ein großes schwarzes Loch. Oh ja, das Ding kenne ich noch. Das ist ein riesiges Loch irgendwo auf der Welt hier. Finde einen Weg in den Kessel, sagt der Eintrag auf der To-Do-Liste. Ja. Der Kessel ist groß. Den kenne ich noch aus der Alpha. Bin ich mit Bram damals runtergesprungen einfach. Und gestorben. Sehr gut. Ja, haben wir gesagt, alles klar, das reicht jetzt erstmal wieder, Forest. Alter, hier können wir noch weiter. Oh, hier kann man sich noch durchquetschen, hier ist noch nicht vorbei. Ja, gehen wir mal. Geil. Quetschi, quetsch, wird geladen. Ah, hier ist doch Dynamit. Nice. Hab da davon noch nicht mehr so viel. Oh, fuck. Der macht die Kiste nicht kaputt. Okay. Stimmt, die Kiste ist unzerstörbar. Okay, wir haben den Kessel gefunden. Ja, das war ja jetzt easy. Das war jetzt der Kessel? Naja, also ich finde, das ist ein großes schwarzes Loch. Alter, also, warum minimiert mein Spiel? Was ist da los? Ja, definitiv ein großes schwarzes Loch. Was bringt uns das? Ah. Keine Ahnung.
Wir sind auch wieder draußen, ne? Ja. Ja, das ist der Kessel. Wir müssen nach unten an den Kessel ran. Aber wie? Keine Ahnung. Da müssen wir uns mal im Hellen angucken. Einfach mal ein Lager da dran bauen in Zukunft. Also ich traue mich nicht hier Zugänge. Links noch an dem Wand lang zu laufen, oder? Nee. Würde ich auch nicht. Außer das geht. Ja, aber hier ist Feierabend, oder? Ja, okay. Ja, hier ist Ende. Tschüss. Ja, das ist einfach wahrscheinlich so ein kleiner Teaser. Ja. Sonst. Ey, die Taschenlampe ist schon sick. Kannst ja damit alles anleuchten. Total sick. Kann man bestimmt über eine andere Höhle irgendwie erreichen noch. Moment, ich komme sofort. Dead Cave. Ups. Ach, guck mal, jetzt sieht man es ja da auch. Oh. Wenn man M drückt. Mittlerweile. Ja, ist genau in der Mitte der Kessel, wa? Mhm. Da ist jetzt die Maschine, wo man die Zahlen eintippen muss. 4, 6, 8, 15, 23, 42 oder so. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Meine ich. So, jetzt war der andere Weg noch hier rum. Ja, genau. Schön. Also meine Taschenlampe sieht mittlerweile gar nichts mehr. Ja, vielleicht ist sie leer. 4% hat die noch. Ja, nice. Ja, vielleicht ist sie leer. Dann mal Batterien. Oh, oh. Das ging aber echt schnell. Okay. Hallo? Jemand zu Hause? Da ist er, unser Inder. Ja, ich gehe schon vor. Da ist doch gar nichts. Außer. Oh, ein Kreuz. Ja, nee, ist bestimmt gar nichts. Habt ihr das Kreuz aufgehoben? Überraschung. Jetzt ja. Das hörte sich an wie ein Cthulhu. Hier wurden Christen verschleppt. Sagt Detective Jay. Okay. Detective Peterson. Wie war das Jay ermittelt Dad? Mach erstmal nur so ein bisschen. Okay. Warum? Für nix. Vielleicht haben wir dann dadurch gepasst, aber das war da so rumgrölt nicht. Alter, wer hat den hier. Okay, die To-Do-Liste ist bei mir aktualisiert worden. Da gucken wir erstmal drauf. Erkunde die tote Höhle, ist fertig. Okay, ich glaube, wir können jetzt auch wieder zurückgehen. Was sagst du denn? Hier ist jetzt alles. Hier waren wir schon. Ich glaube, hier ist jetzt auch schon alles erkundet. Ja. Wir müssen gar nicht mehr weiter. Da. Das ist ein Cthulhu. Da hinten steht einer. Siehst du das? Okay, warte, pass auf. Ich zünd jetzt meine Axt an. Wo ist der? Schmeißt du. Da steht er doch. Jetzt guckt er uns so, an. Das da ist, da kommt ein Cthulhu! Oh Gott! Weg hier! Wie weg? Ja, wir müssen erst Dynamit aus dem Inventar raussuchen. Der brennt jetzt, der Dude. Mit dem geilen Feuer. Okay, dann mach ich den. Hier, dann macht er das Feuer den Cthulhu. Der ist erstmal weg, Feuer. Ja, der eine, der brennt ja schon. Ihr müsst trotzdem auf den draufhauen, ne? Das Feuer hört irgendwann auf. Ich hab eine Vieh kaputt angegriffen. Ich kann nicht mehr machen. Ich hab auch nicht mehr, ich hab am Anfang. Der ist jetzt schon knusprig. Der Dude. Okay. Ja, guck mal, war ja nix. Zack. Zack. Ja. Ja, Mutantenrüstung gesammelt. Yeah. Was macht man damit eigentlich? Kannst du anziehen. Ach so. Die ist sogar lila. Das Feuer war mega stark. Die ist sogar lila. Peter. Ja, das war. Kannst du dich jetzt auch damit einmal ausrüsten? Also kann das jeder einmal? Ich habe mir jetzt auch so eine gezockt. Wenn Christian sich eine gezockt hat, dürftest du das doch auch machen können, oder? Was denn? Ja, da kann jeder sich eine holen. Ich habe mir eine Mutantenrüstung schon geholt, ja. Ich habe drei. Leute. Gehabt. Du hast drei? Krass. Insgesamt. Ich hab jetzt zwei. Alles okay. Ich habe auch zwei. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier gibt es noch zwei Wege. Ich sehe hier nicht wirklich viel. Einmal in Süden und einmal. Habt ihr eure Lampe echt die ganze Zeit aus? Ja. Ich habe meine an. Siehst du es nicht? Nö. Deine Lampe sehe ich aber auch nicht. Also, oder leuchte mich mal an oder hier irgendwie hin, Peter? What the fuck? Mach sie mal aus. Mach sie mal wieder an. Jetzt sehe ich sie. Jetzt sehe ich die. Vorher habe ich die nicht gesehen. Und meine ist auch schon super schwach wieder. Die hat noch 74%. Ich habe gerade Batterien da reingetan. Oh Gott.
Da geht's nach oben. Oh, hier sind noch zwei Freunde. Okay. It's raining man. Ach ne, burning man, ne? Halleluja. Oh, Leute. Alter. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Medium möchte ich dich haben, bitte. Danke. So. Wow. Hier ist wieder so eine Art Lager oder sowas. Irgendwer hat mir gerade noch eine mitgegeben. Ja. Die hab ich. Ich habe aber mit der Axt nur gespielt. Okay. Boah, Alter, jetzt mal das Katana getestet. Wie viele Schädel die hier haben? Wie viele Menschen waren denn hier auf dieser Insel? Ja, verdammt gute Frage. Vielleicht zerstören die sich einfach schon seit Ewigkeiten. Wenn das hier mehrere Völker sind, vielleicht machen die sich ja gegenseitig kalt. Ja, ja, okay, aber irgendwann ist doch mal Feierabend. Also irgendwann ist doch keiner mehr da. Ja, vielleicht bumsen die einfach auch den ganzen Tag. Hast du mal die Kinder gesehen, die da haben? Vielleicht ist dieses sechsbeinige Vieh oder sowas, war einfach irgendwie so die Obermutter oder sowas, die dann, keine Ahnung, jeden Tag ein Kind gebärt. Oder sowas. Wann ist jetzt hier wieder... Hier ist wieder ein Ausgang ja. Quasi. Ja, ja, das waren Plätze 3 und 4D. Okay. Wo ist dein Ausgang, Peter? Hier, wo ich stehe. Wie schnell dieser Stoff verbrannt ist bei der Axt, ne? Das nervt mich ein bisschen. Wie schnell die Taschenlampe leer ist, das nervt mich ein bisschen. Das ist auch echt krass. So total unrealistisch. Wenn du halt guckst, wie lange so eine Taschenlampe im echten Leben hält. Das stimmt wohl. Aber ich würde hier trotzdem noch nicht hochgehen, oder? Wir haben noch einen Weg. Ja, ja. Dann müssen wir noch ein Stückchen zurück. Ich mache jetzt aber mal die Lampe aus und nehme wieder mein Feuerzeug. Ich habe gerade auch wieder ein Feuerzeug. Oh, holy shit, das ist schon deutlich dunkler mit dem fucking Feuerzeug. Oh, what the fuck. Ja, aber man sieht zumindest. Vielleicht kann man einfach auch die Taschenlampe ganz gut draußen benutzen. Ja, draußen würde ich die nicht benutzen. Also, das ist zwar auch dunkel, aber da schlafen wir ja meistens nachts. Aber wer weiß, hier kommen ja nachts auch noch die Zombies. Wollen wir in die richtige Richtung? Und Creeper. Ja. Der war hier hochgekommen. Nur noch die Hälfte. Nee, ja, aber keine Ahnung, klettert. Peter. Würde ich auch sagen. Wenn ich unser Pinöppel ja, sehe, nice. Geht er da nach unten. Wisst ihr übrigens, dann? Also guckt mal nach links auf eurer Schulter, dann wisst ihr, was das für eine Rüstung ist. Oh ja, nice. Wir haben jetzt auch so schöne Beine und Arme an uns. Mhm. Ah, hier können wir uns wieder durchquetschen. Das ist immer das Schönste. Dass man da nicht vernünftig fliegen kann. Hallo? Jemand zu Hause? Ich glaube, ich mache die Taschenlampe mal wieder an. Eigentlich müssten wir jetzt hier auch eine Zweigung haben. Das ist schon mal gewesen. Nee. Aber das hat nicht hier kaputt gekloppt. Hier waren wir noch guck nicht. Mal auf M, also normalerweise dürfen wir hier noch nicht gewesen sein. Das sieht hier zwar alles gleich aus. Da ist Typ, aus, direkt vor uns. Krasser Typ, oder? Lach uns erstmal an. Tschüss. Auch Zelte. Alter, ist das ein Riesending hier wieder. Ja, hier ist groß. Warte, hier liegt irgendwas auf dem... Achso. Ich dachte, die Arme zappeln. Ja, die sind doch gerade. Die spawnen halt auch und sowas. Ja. Ja. Alt, okay, da ist noch einer. Der Wert den Beinchen gestellt, das ist jetzt echt mies gewesen von euch. Das fand ich jetzt schon echt fies. Was? Der ist einfach abgehauen. Alter, hit and run. Run, boy, run. Hier sind Babys auch. Okay. Ja, die Babys waren. Okay. Ja, aber vielleicht. Alter, what the fuck? Zünd mal wieder an, ne? Ich zünd mal wieder an. Alter, oh, die hier. Babys sind auf mich zugeflogen. Okay, hier sind so ein, zwei Kisten, sag ich mal. Ich hoffe, hier ist Dynamit irgendwo drin. Jetzt aber die Holzkisten, also sind doch eh kacke. Ich hab noch so viel Dynamit, ich kann keins mehr aufnehmen. Hier oh, hier Hinweise. Ist wieder ein Hinweis. Alte Pistolenmunition. Die Siblings still missing. Nicht Siblings, Siblings.
Was sind denn Siblings? Zwillinge. Zwillinge. Okay. Wieso heißt die, warum heißt das nicht Twin? Warum muss man dafür mehrere Wörter haben? Alles unlogisch hier. Warum nicht? Und vielleicht heißen die ja wirklich Siblings. Da mehrere Sachen für, mit zwei Wörtern. Sind ja, Siblings gut, überhaupt Zwillinge oder sind Siblings einfach nicht. Geschwister? Kann auch sein. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt auf offensichtlich habe ich das noch nicht gehört. Ich habe auf Zwillinge getippt, aber dann hat mich Jays Nachfrage, Jays kluge Nachfrage. Alter, diese scheiß Taschenlampe, ich sehe nicht mehr als diesen Fickring, den die macht. Ja, die kannst du ja nur sehen, weil drumherum Licht ist, weil sonst wäre es ja nur schwarz. Ja, aber guck doch mal, also ich sehe, wenn ich in die Richtung leuchte, sehe ich da hinten die paar Steine, die da liegen. Das war's. Drumherum sehe ich gar nichts. Dann mach mal dein Feuerzeug einmal gucken. Wie kann man die in die Luft sprengen? Alles klar. Mach noch die warte mal hier, Sprengstoff. Ja, ich hab Dynamit. Geh weg da. Okay. Rechts da hin. Ein bisschen. Ja, das könnte getroffen haben. Jo. Alter. Was für ein ultimativen Teenie-Tisch man eigentlich da haben muss. Geh mal weg da. Keine Ahnung, was da ist, deswegen geht da noch eine Ladung hin. Sag schon mal Hallo. Ja, schon mal ankündigen, dass wir da sind. Also wenn wir mit allen drei Leuten hier mit dem Feuerzeug sind, sich mehr als mit der Taschenlampe. Ja, um uns herum, na, aber doch nicht weit. Oh Gott. Leute, hier geht's noch tiefer. Geil. Jetzt sind wir gleich am Kessel. Ich hab keine Snacks mehr. Aber. Ich hab auch keine mehr. Snacks wird echt, also Essen wird langsam kritisch, aber hey, whatever. Was ist hier an? Ja, ich hatte drauf E gedrückt. Ach, wir sind schon hier. Ah, okay. Ja, wir müssen noch einmal tiefer. Ja. Ey, guck mal, hier ist ein einsamer Tibi. Einsamer? Oh ja. Der hat einen Ort markiert, wo wir graben müssen. Ja, das ist ja sehr hilfreich, der Ort. Da bei dem Baum. Okay. Der hier mit seinen Kackschuhen, ey. Wie was mit Kackschuhen? Das sieht halt einfach lustig aus. Oh, guck mal, hier kommen wir durch. Keine Kackschuhe? Ja, ich hab die nur im Inventar, ich hab die nicht an. Ja, hab die einfach angezogen. Ja, kann ja auch mal hier Schnee plötzlich kommen in der Höhle. Mama. Okay, ich hab nur noch 30% Batterie. Hier oben scheint wieder eine größere Höhle mit Wasser zu sein. Jetzt sind wir gleich am Kessel. Ja, die Hoffnung habe ich auch. Oder die Angst, eins von den beiden Sachen. Da kann man weiter runter. Gott, was ist das für eine Geräuschkulisse hier gerade? Oh, da unten stehen. Oh, guck mal. Oh ja, das ist das Schreit oder Dynamit? Das schreit nach Dynamit. Das schreit nach Dynamit. Alter, klettert die? Oh fuck. Ich hab's nicht angezündet. Du bist so ein Brain-Fehler, ey. Dafür schubse ich dich jetzt runter. Hui. Lol. Das ist ausgegangen, da unten ist Wasser. Das war besser, wo ich hingeworfen hab. Haha! Warte, ich leuchte die nochmal an. Die sind jetzt, glaube ich, triggert. Wow. So. Ich würde sagen, runter, oder? Ja, geh mal. Das ist doch hier. Ja, pass auf, geh runter. Ich hab ne Mutantenrüstung, ja? Können wir gar nichts. Finde was zu essen, ne? Ich such grad was. Ja, hier, der ist schon. Der hat einfach auch einen Hinterkopf bekommen. Oh, Schädelbasisbruch, der auch, Genick, zack. Auch weg. Die haben ja nicht mal einen Schwanz, die Typen. Aber wie können die sich dann. Ja, weil sie auch. Deswegen sage ich ja, das ist die eigentlich her hier. Was hast du denn? Oh. Was ist los? Christian, willst du näher kommen? Great savings! Ich glaub, Christian hat's da nicht. Ich glaube auch, dass Christian einfach ein Blindfisch ist. Hier kommt das Licht her. Aber es gibt keinen Schatten. Ach, das ist die Kletter. Wait. Kann man klettern damit? Krass. Hast du es aufgesammelt? Können wir nicht die hier mitnehmen? Ja, ja. Den hier, den würde ich gerne tragen. Der sieht doch gut aus. Guck mal, wenn du den bewegst, dann bewegst du ja das Licht. Doch, du kannst mit der Kletteraxt kannst du klettern. Nice.
Dann klettern wir da hoch. Wollen wir nicht erst noch gucken, was hier unten ist? Oder wollen wir direkt hoch? Ja, okay, gucken wir erst mal hier. Also, mir egal. Kann ich mit der Kletteraxe noch irgendwas Geiles machen? Kann ich die noch kombinieren? Nee. Also, mal, guck dir mal den Unterschied gedacht. Zwischen euren Lampen an. Guck mal hier meine Lampe. Und deine eigentlich recht stark. Ich finde deine super stark. Okay, hier ist meiner gar nicht. Hier ist der Kessel. What the fuck. Nee, hier ist nicht der Kessel. Da hinten hin. Das ist doch nicht der Kessel. Das ist doch nicht der Kessel. Meine Lampe ist so gut wie leer. Das ist aber sehr tief. Sie haben wir auf jeden Fall noch was zu entdecken. Holy shit. Da unten ist jetzt noch weiter runter. Das ist doch Wasser, oder? Das schwimmt doch da unten. Weiter runter. Aber mein Essen geht langsam auch auf. Lol. Warte. Der Typ gegenüber von uns ist da runtergefallen. Der kam jetzt da unten. Erstmal Dynamit da runter. Das ist doch überall Wasser, oder? So, meine Lampe ist gut wie leer. Also gehen wir jetzt nur nach unten. Ich hab nur noch ein Viertel Essen. Ja, wir sollten wieder nach oben. Ich habe auch nichts mehr, was man essen könnte. Okay, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier, wenn wir klettern, dann nach zur Oberfläche kommen. Wir sind echt tief unten jetzt. Ja. Wir tatsächlich. Boah, wo gibt's denn hier noch so ein paar Snacks? Mit Fruchtgeschmack. Kann man denn auch klettern ohne Ausdauer? Schauen wir mal. Oder fällt man dann einfach jämmerlich runter? Ich hoffe nicht. Aber es sieht gut aus bislang. Sollten wir nicht hier zur Seite? Ja, würde ich auch sagen. Ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Ist Seite gut? Wie hört man denn auf zu klettern? Ah ja. E drücken, oder? Hm. Das ist aber cool mit dem Klettern. Ja, voll krass. Was ist das denn hier? Oh. Oh, oh. Ah, ja, hey. Besuch. Noch mehr. Noch einer, zwei. Noch zwei. Das war's schon? Ah, ne. Nee, hier der eine noch. Der will noch sterben. Ja. Also Gesundheit sieht noch top aus. Das stimmt. Ich werde gleich verhungern. Hm. Ansonsten so. Haben wir nicht. Ich sehe schon Tageslichter leicht. Irgendwer einer von euch sonst ein, irgendwas zu essen, dass wir uns. Ah, ja, ich sehe es. Dass wir uns. Weißt du aber nicht, wie man bis Feuer da kommt. Hier machen und dann irgendwas braten. Ich habe noch eine. Hier ist Snacks. Bei mir ist alles ich habe drei verdorben. Snacks aufgesammelt hier unten auf dem Boden. Könntet ihr die auch aufsammeln? Nö. Wow. Na ja, gut, hast du erstmal die drei genommen. Ja, erstmal alle drei! Ich sag, warte mal, kann ich die. Hier ist noch eins. Die Ausrede funktioniert nicht 100 Mal. Ja! Peter, hier sind noch welche. Hier sind Snacks. Ey, bei mir ist alles gut. Ich habe noch halb. Da sind Snacks unten auf dem Boden. Nimm. So, nimmst du den jetzt oder ich, Peter? Hier sind Fische. Nee, du hast den gerade genommen. Okay, jetzt hast. Ja, das hat mir zu lang gedauert. Ich dachte, du wärst schon fertig. Ich hab doch hier gesagt, sind ich brauche nicht. Boys. Da waren zwei, Peter. Ey, wenn hier Fische sind, dann schlagen wir den Lager auf. Ja, aber hier kann man irgendwie nicht so gut hacken. Engeln. Wie ist denn. Wie lange sind wir denn schon dran eigentlich? Nur zur Info. Was heißt das? Ist okay. Die Folge. Hat einer noch zwei Alter, Steine? Das ist voll ich kann ihn nicht fangen. Da. Ja, ich habe zwei Steine. Mach mal ein Feuer fertig. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder genug Essen. Ah. Wir machen uns was zu essen und ja, morgen geht's dann weiter tiefer da hinten in die Höhle rein. Ist doch nice. Vielen Dank fürs Zuschauen, ja. Bis morgen. Tschüss.